Das hier ist Rudi, der kleine Omniraptor. Dieser hat leider seine Eltern verloren, so wie fast jedes Video. Ja, mir gehen die Storys ein bisschen aus, muss ich sagen. Aber er hat sich eine neue Familie gesucht, nämlich Stegos. Aber dort kann er natürlich nicht lange bleiben. Nur vorübergehend zum Schutz. Ansonsten muss Rudi sich am besten eine neue Raptorfamilie suchen. Wir sind übrigens hier gerade mitten auf der Centerwiese. Was will der denn von mir? So ein Fieser. Warum will der mich denn essen? Ich habe halt nicht so viel Ausdauer. Oh, da kommt noch einer. Hilfe! Oh, sie helfen mir. Meine ehrenwerten Pflegeeltern. Ich muss mal kurz Ausdauer tanken. Ich hoffe, die finden mich hier nicht. Perfekt, dann gehen wir mal zu dem Ess hin. Weil ich bin schon sehr, sehr hungrig. Es wäre gut, wenn wir die Diät halt aufgefüllt kriegen, dass wir schneller wachsen. Danach werde ich mich dann auch in Richtung andere Raptoren aufmachen. Wir können jetzt ja hier nicht Ewigkeiten den Schutz der Stegos genießen. Das bringt uns ja auch nicht so viel. Wir können halt auch nicht viel machen, ne? Die sind halt so langsam. Und das ist halt echt schwer, wenn dann so kleine, schnelle Viecher ankommen, mich dagegen zu verteidigen. Oh, die Raptoren sind voll nah dran. Die Kanos sind auch hier. Ich glaube, die haben das im Maul, oder? Okay, hier sind auch noch Trodons. Ne, Hypsi war das, glaube ich, ne? Ein Trodon. Ja, da ist der Hypsi. Laufen wir zu den Raptoren. Ich hoffe, die adoptieren mich. Hey. Schade, die Gruppe ist voll. Das ist natürlich schlecht. Jetzt müssen wir dringend was zu essen finden und eine andere Familie. Oh, das ist verbuggt, glaube ich. Oh nein. Du konntest zwar essen, aber ich glaube, es ist verbuggt. Es hat nichts gebracht. Schlimm ist, ich habe jetzt auch so ein Ess-Symbol direkt immer vor mir im Mund, weil ich halt dieses verbuggte Fleisch gegessen habe. Das heißt, ich muss gleich einmal reloggen, aber wir brauchen erstmal Food. Ansonsten werde ich hier sterben. Komm schon, Rudi. Schwimm, mein Kleiner. Oh nein, das Food ist im Wasser. Ach, das ist eine Katastrophe gerade. Ne, da komme ich auch nicht ran. Das war auch der letzte Biss. Ich wurde in eine Gruppe eingeladen. Okay, jetzt habe ich doch eine Familie. Sehr gut. Dann haben wir das Problem schon mal gelöst, aber was machen wir wegen dem Food? Ich muss auch gleich reloggen eigentlich wegen diesem komischen Ess, was ich die ganze Zeit im Maul habe. Das verrät mich halt auch. Ich glaube, ich werde da gleich mal rüberschwimmen. Es war super gefährlich, aber was soll ich machen? Wir müssen jetzt alles riskieren für die gute Diät. Wir müssen uns wahrscheinlich gleich eh nochmal trennen von unserer Familie. Sehr, sehr traurig. Einfach, weil ich gerne reloggen will. Das große Problem ist halt, dass mich jeder jetzt riechen kann. Weil ich halt dieses Ess im Mund habe. Jeder kann mich finden, überall.
Das ist ja auf Dauer echt doof. Stell mal vor, wir sind in einem Fight und können da nichts machen. Hier ist noch was Verbuggtes, ne? Oh, ich dreh durch. Alle Fressenssachen sind hier verbuggt. Was ist denn los? Ist ja eine Vollkatastrophe. Hier ist ein totes Krokodil auch. Okay. Das kann man auch nicht essen. Aber den Kanu kann ich essen. Aber auch wieder nicht richtig. Ich bin ja komplett verbuggt. Das hört die ganze Zeit auf zu essen. Also ich muss definitiv gleich reloggen. Das ist eine Katastrophe. Oh, das Croc lebt. Deswegen konnte ich es nicht essen. Oh. Das war ja weird. Shit. Bin jetzt ehrlich gesagt gar nicht so traurig darüber, dass wir gestorben sind. Weil irgendwie war es eh ein total doofer Start. Wir hatten halt auch diesen Bug, dass wir die ganze Zeit was im Mund hatten und man uns die ganze Zeit riechen konnte. Ist schon ganz gut so. Also ich denke jetzt, wenn wir nochmal ein bisschen ruhiger anfangen und dann auch schneller die Diät vollkriegen, dass es besser für uns ist. Ein Kaninchen. Ja. Das lassen wir uns doch schmecken. Oh, hier vorne ist schon wieder ein Stego. Jetzt sind da ja auch noch andere Pflanzenfresser. Oh, das sind, glaube ich, die Stegos vom Anfang, oder? Ich glaube, ja. Aber sind die böse? Das sind die. Oh, ich habe meine Pflegefamilie wiedergefunden. Naja. Kann leider nicht bei euch bleiben. Versuch mal ein Stück zu snacken. Oh, der Kanu rennt rüber. Das ist gut. Aber essen wir den mal eben. Dann würde ich jetzt mal sagen, wir schwimmen wieder dort rüber. Versuchen mal eine Familie zu finden. Das wäre zumindest jetzt der Plan. Oh Gott. Oder wir warten noch ein bisschen. Was haltet ihr davon? Ja, super. Ganz toll. Aber dann kann ich nochmal zu dem S hier humpeln. Fress mich nochmal voll. Und dann warten wir nochmal ein bisschen. Ist jetzt schon die nächste Nacht. Und ich musste leider nochmal neu anfangen, weil mein Raptor leider bei einem Disconnect gestorben ist. Aber wir sind eigentlich wieder so, relativ auf dem gleichen Stand wie zuvor. Halt nur mit Rudel, was ganz cool ist. Wir sind auch schön voll gefuttert, voll getrunken. Also gute Voraussetzung jetzt für uns. Ich hoffe, wir gehen gleich gemeinsam auf die Jagd. Oh, Kanu. Da, wir werden Jagd auf den machen, wie es aussieht. Oh, jetzt geht's los, das Gemetzel. Oh nein, einer liegt. Matt, geh weg. Oh nein. Blue ist gestorben. Okay, das war gar keiner von unserem Rudel.
Oh Gott. Das hasse ich immer, wenn der Pounce so wegglitscht. Oh. Zeko, oh mein Gott. Knochen gebrochen. Ich hoffe, er checkt das nicht. Wir müssen ihn ablenken, den Kano. Er rennt weg. Kano ist hier rüber geschwommen irgendwo. Aber wohin? Okay, der Kano wurde von einem Croc ins Wasser gezogen. Hier noch besser, da muss ich aber wieder rüber. Ich hoffe, ich schaffe das hier gleich. Ich reg erstmal aus der und warte ein bisschen. Jetzt sieht man auch mal so ein bisschen unsere Farben. Schon echt interessant, wir sehen alle anders aus. Das ist ein bisschen verwirrend hier, weil hier noch eine andere Raptor-Gruppe ist und man darf auf diesem Server nur maximal mit 8 Raptoren zusammenkämpfen. Wenn wir dann angegriffen werden, ist das halt ein bisschen verwirrend. Deswegen ist es, glaube ich, auch besser, wenn wir uns jetzt trennen von der anderen Gruppe. Wir sind dann halt zu 6. Ah, das ist doch super. Ja, wir bringen jetzt der anderen Raptor-Familie, die gerade nestet, so ein paar Organe, die noch übrig waren. Ja, ich glaube, die freuen sich. Das ist doch mal ganz nett. Können die bessere Babys ernähren. Aber wir müssen uns halt früher oder später von denen trennen. Und da sind die Babys. Ganz kleine, süße Babys. Kriegen mal ein Herzchen von mir. Und einmal füttern. Und danach habe ich erst am nächsten Tag weitergespielt. Ich habe aber zum Glück wieder relativ schnell eine neue Familie gefunden. Ah, die beiden hier, die waren gestern auch in meinem Rudel. Das ist echt cool, dass ich die wieder gefunden habe. Zeko und Jethro? Keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht. Ist auf jeden Fall schön. Das finde ich sehr, sehr gut. Aber ich brauche halt bald auch Food. Wir sind auch wieder ein volles Raptor-Rudel jetzt, glaube ich, mit 8. Das ist echt krass. Und die Sonne geht auf. Also perfekte Bedingungen, um weiter zu jagen. Also was Größeres wäre schon nice. Irgendwie so ein Tenonto oder so. Oder ein Kano oder ein Cerato. Das würde ich schon feiern. Weil wir brauchen jetzt ja enorm viel mit unseren ganzen Raptoren hier. Ey, hier vorne scheint auch irgendwas zu sein. Da. Ist auch schon ein anderer Raptor dabei. Ich esse einfach auch mal. Ja, das hat sich doch gelohnt. Magen wieder halb voll und die Diät ist auch wieder aufgefüllt. Oh! Oha! Wurde gepachiert. Ich hoffe, die kriegen den. Ich habe halt Beine gebrochen. Ich humpel mal hier in den Busch. Ja, Beine ist natürlich bitter. Kann man sich halt gar nicht mehr bewegen. Oh, einer von uns ist auch gestorben, habe ich gerade gesehen. Aber ich kann gerade nicht mitfighten. Das ist wirklich doof. Ich glaube, einige sind von uns sogar gestorben. In dem Stego hier. Hier ist. Das sind Raptoren, die gestorben sind. Schade. Also kein Essen für uns. Ich glaube, das ist der Pachi da vorne.
Der ist auch down gegangen. Aber das Ganze wird vom Stego verteidigt natürlich. Ich glaube, die anderen haben da auch keine Lust zu. Die gehen schon woanders hin. Hier gibt es ja auch noch anderes Fleisch, ne? Wir sind ja nicht so abhängig davon. Hier liegt ja auch noch was. Aber ist mir zu viel Vergammeltes zwischen. Das möchte ich nicht essen. Ich bin jetzt ja gerade auch nicht so hungrig, dass ich alles essen muss. Oh, was war das? Wer ist das ja einer von denen, die gerade gestorben sind? Nee, ist jemand anderes. Oh, Teno. Das wäre natürlich was. Ich ruhe mal kurz Ausdauer aus. Oder rennen die schon hinter den Tenos her? Ich glaube ja. Oh ja, oh ja, die kämpfen mit denen. Die wollen flüchten. Die sind in dem Busch. Ich lade mal auch kurz Ausdauer auf. Nehme mal ein Stück weg. Schimm mich mal kurz hier hin. Und dann kämpfe ich gleich auch wieder weiter. Geht's weiter. Okay, ich habe wieder keine Ausdauer mehr. Ich tank nochmal kurz Ausdauer. Da sind sie. Ah, der Kleine ist schon down. Der liegt hier schon. Ah, der Große darf nicht entkommen. Ich rieche nur mal kurz wegen der Blutspur. Da ist er. Oh, ich wurde getroffen. Boah, den Überblick verliert man hier echt schnell. Da haben wir noch zweimal gepounced. Oh nein. Oh, McMadam geht drauf. Eingeklemmt in der Ecke. Aber ich habe immer Angst zu pouncen bei sowas, weil ich habe mittlerweile die Erfahrung gemacht, dass wenn einer am Boden liegt, man dann eher den am Boden trifft als den Teno. Total seltsam. Sonst hätte ich da natürlich geholfen. Oh, er haut ab. Oh, jetzt geht er noch mehr in die Enge. Oh, halt wieder ab. Aua. Okay.
Oh, fuck. Sorry. Irgendwen von uns gepounced, glaube ich. Oh nein, die haben sich auch gepounced gegenseitig. Ist halt immer so gefährlich, ne? Wenn zwei gleichzeitig pouncen wollen. Ist halt immer die Gefahr, wenn man sich nicht im Discord abspricht, wer wann pounced. Aber ist down. Haben wir geschafft. Sehr, sehr gut. Schöner Kampf. Ich snap mir mal Lunge, wenn das geht. Ich glaube, das sind die drei Pünktchen. Da kann ich mir nämlich eine sehr gute Diät, glaube ich, machen. Sehr schön, ein Festmahl. Das haben wir uns aber auch verdient. Und jetzt gleich noch ein bisschen Darm, dann sind wir perfekt voll. Da. Dann haben wir die Diäten. Sehr gut. Da unten sind zwei Kanos. Ein großer und ein kleiner. Das könnte ein interessanter Kampf werden. Der Große rennt weg. Jetzt mit den Kleinen nehmen. Ja, die rennt zum Schlammloch. Die sind klug. Er ist ins Schlammloch reingegangen. Na, da können wir halt nicht gut fighten gegen die. Oh. Er hat leider einen von uns getötet. Ja, was machen wir denn jetzt? Irgendwie kenne ich die Situation, nur andersrum. Okay, ja, dann lassen wir die verhungern. Das ist eine gute Idee. Verhungern oder verdursten? Sucht's euch aus. Dann muss der Raptorkörper aber hier weg. Wo ist er denn gestorben? Ich sehe es leider gerade nicht wegen dieser Admin-Nachricht. Oh, Teki, das ist gefährlich. Wo ist denn der Große hin? Ja, der liegt da. Die Raptor-Körper haben die schon weggebracht. Tja, dann werden die jetzt ausgehungert. Das wird jetzt ein langer Ansitz hier. Ist wie so eine Geiselnahme gerade. Sie sind umstellt. Die Raptor-Polizei ist hier. Kommen sie mit erhobenen Händen raus. Ich glaube, das wird jetzt lange dauern. Ich weiß halt nicht, wie viel Nahrung und Wasser die haben.
Das kann jetzt echt lange dauern. Es wird interessant. Mal hier ein bisschen hoch. Dass die nicht das essen können und dann wieder zurückrennen können. Die sollen das auf jeden Fall nicht sehen. Oh, der Kano kommt. Oh. Schaffe ich einen Jump auf das Baby? Oh, ich muss aufpassen. Ich wollte eigentlich gerade auf das Baby jumpen. Bin halt jetzt echt low. Oh, er hat sein eigenes Baby umgeboxt. Sehr schön. Das macht natürlich ordentlich Damage. Versuche jetzt einen Jump. Oh, wir haben es geschafft. Oh nein. Oh, haben die eine große Biss-Range. Ich habe wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Leben. Ah, es geht. Oh nein, da kommt noch ein Kano. Jetzt haben wir ein Problem. Zwei Kanos noch. Oh Gott. Naja, okay, die retten den halt. Dann müssen wir wohl abziehen. Oh, hier ist irgendwas Kleines. Irgendwas Kleines schreit hier. Ich glaube, ein kleiner Stego oder so, so klingt das. Ja, da vorne. Aua. Oh mein Gott, es hat ewig gedauert mit dem Aufstehen. Das gibt's doch nicht. Okay, ich hätte mit W aufstehen sollen. Das verbraucht halt so viel Stamina. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass es so lange dauert. Ja, ist ein dummer Tod, mein Gott. Aber trotzdem cool. Oh Mann. Ach, ärgerlich. Ja, hat wieder richtig Spaß gemacht mit dem Raptor. Ich kämpfe wirklich gerne mit dem. Mit dem gibt's aber auch noch viel zu lernen. Also ich glaube, mit dem muss man echt viel kämpfen, um viel Erfahrung zu sammeln, damit man nicht so viele Fehler macht. Weil ein Fehler, ihr habt es ja gesehen, zack, ist es vorbei. Naja, war eine coole Folge. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Falls ja, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, welchen dieser Dinosaurier als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.